Folgen Sie der Kultur, der Musik, der Oper? Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. Frau Lehmkuhl, Sie sind zum ersten Mal in Bayreuth offiziell und Sie sind auch gleich ganz hoch hinaufgekommen. Sie singen nämlich die Stimme von oben im Parsifal. Muss man da schwindelfrei sein? Es ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, in welcher Position ich das singe. Wir haben so ein paar Dinge ausprobiert. Das war schon sehr abenteuerlich und hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Also durch die oberen Höhen zu klettern, auf so Feuerleitern hochzusteigen und so. Und jetzt gibt es eine neue Idee. Also weil, glaube ich, dem musikalischen Team ist wichtig, dass es auch so ein bisschen ein sphärischer Klang, der nicht so ganz zu orten ist, entsteht. Und da war jetzt alles zu konkret, was wir bisher getestet haben. Und jetzt gibt es noch eine neue Idee. Das heißt, es gibt diverse Möglichkeiten, aber es gibt sozusagen keine festgeschriebene Position der Stimme von oben in Bayreuth. Ich habe sogar fast ein bisschen das Gefühl, dass so ein kleiner Ehrgeiz da entstanden ist, eine Stelle zu finden, wo sie noch nicht gesungen hat. Also, was ich auf jeden Fall auch getestet habe, ist dieses Vogelnest. Das ist oben über dem Zuschauerraum, nur Scheinwerfer auf die Bühne. Diese Klappe, die da runterklappt. Ja, genau. Und das fand ich natürlich spektakulär und habe auch, also da oben auf diesen Holzdielen, das ist eine irre Atmosphäre. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht doch ganz gut, dass es nicht geklappt hat, denn im Sommer wird es da, glaube ich, wahnsinnig heiß. Und dann noch mit den Scheinwerfern, ich glaube, ist ganz gut. Die Rolle ist zwar kurz, 30 Sekunden ungefähr, aber ja. Sie stehen natürlich schon länger, Sie müssen erstens hoch und stehen natürlich schon länger parat. Ja. Ich komme gerade von der Sitzprobe für diese Sache und ich habe ja noch andere Rollen jetzt diesen Sommer, die ich hier singe. Aber ich merke es immer wieder, diese ganz kurzen Sachen, das ist so schwer, dann alles auf den Punkt zu kriegen. Man hat da manchmal so eine Überspannung, weil man wirklich alles in diese einen Satz legen möchte. Und Dafür haben Sie dann aber zum Ausgleich die erste Norm. Genau, und die Flosshilde, die hat da ja auch schön was zu singen. Darf leider aber eben auch nur nicht, ja doch, sie darf ab und zu mal auch wirklich ins Wasser patschen hier, ne? Ja, 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 obwohl wir haben schon so Videodreh gemacht, das war auch spektakulär. Im hiesigen Schwimmbad, im Kostüm ins Wasser springen, das war toll. Also ein bisschen Abkühlung gibt's doch. Ja, ja. Naja, und auf lichten Höhen, auf dem Walkürenfelsen ist dann auch ihre Walküre, da ist sie dann sozusagen auf mittlerer Höhe. Ja, genau. Genau, da gilt es dann eher, glaube ich, sich möglichst früh der vielen zahlreichen Kostüme zu entledigen. So. Gut, also ganz oben in der Mitte und ganz unten ist doch schon ein ganz guter Einstieg. Die Reintöchter, die sind ja auch noch unten im Graben. Also da, ich glaube, tiefer geht es dann auch nicht mehr. Dann haben Sie die ganze Varietät sozusagen der Bayreuther Stimmmöglichkeiten, genau, und Stimmplatzmöglichkeiten, ja, schon mal ausgetestet. Ja, genau. Und dann sage ich Ihnen nächstes Jahr, wo es am schönsten war. Genau.